liebe Einwohnerinnen und Einwohner im Burgenlandkreis, heute muss ich Ihnen nochmals einiges zumuten. Die Infektionslage im Burgenlandkreis hat sich weiter zugespitzt. Heute liegen wir an der Spitze des Infektionsgeschehens in ganz Deutschland. Nirgendwo sind mehr Menschen an Corona erkrankt und mit Corona infiziert als hier. Die Sterberate ist besonders hoch und deshalb müssen wir uns nochmals einschränken. Ab kommende Woche gelten Ausgangsbeschränkungen. Wir werden weitere Schutzmaßnahmen für die Einkäufe in den Supermärkten vorsehen. Und ich möchte Sie noch einmal an die Maskenpflicht im öffentlichen Bereich erinnern. Überall dort, wo der Abstand von 1,50 Meter nicht eingehalten werden kann, müssen wir leider Maske tragen. Das sind Maßnahmen, die ich mir als Landrat niemals gewünscht hätte, die auch mich und meine eigene Familie betreffen und die aufgehoben werden, sobald die Infektionslage sich unter einen Wert von 200 in der Inzidenz absenkt. Bis dahin müssen wir alle durchhalten, denn es geht darum, im wahrsten Sinne des Wortes Leben und Gesundheit unserer eigenen Familien, unserer Mitmenschen und der Bevölkerung im Burgenlandkreis zu schützen und die Lage in den Krankenhäusern, auf den Intensivstationen zu stabilisieren. Ich danke Ihnen für Ihr Verständnis.